Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Bus Simulator 21 hier im Tram DLC. Wir sind mittlerweile auf Route 5 im Einsatz, wollen eigentlich ans andere Ufer. Wir wollen auf die andere Stadtseite und zwar der grünen Strecke hier folgen, über Pecunia Richtung Valley Spring bis nach Denali Research. Dort wollten wir eigentlich hin. Einziges Problem, wir können nicht, weil da vorne irgendein Bus uns komplett blockiert und ich habe keine Ahnung warum. Der hier will abbiegen, vielleicht hätten wir da vorne warten sollen anstatt hier. Guck mal hinter uns. Alter Falter, 1, 2, 3, 4 Busse schon. Aber warum fährt denn der nicht weiter? Verstehe ich nicht. Müssen wir tatsächlich mal aussteigen? Ich werde mal hier, warte mal, ich werde mal zuerst mal den hier anschalten. Wir haben nämlich einen Fahrplan. Und den sollten wir einhalten. Ich mache mal den Warnblinker an. Hat jetzt die Tür zugemacht? Ich weiß nicht, was der tut. So, und dann machen wir mal die erste Tür auf. Da muss der Chef höchstpersönlich intervenieren, wenn es anders nicht geht. So, was ist da drüben los? Alles klar, der eine ist mittlerweile despawned. Jetzt stehen hier aber dafür ganz schön viele andere Busse rum. Warum fährt der nicht? Was ist hier los? Was ist hier los? Clay Street? Route 28? Was macht die denn mit dem Lenkrad? Aha. Warum fährt die nicht los? Was ist hier los? Da drüben geht's auch nicht weiter. Oder müssen wir tatsächlich warten, bis der Final Destination LKW hier mit dem Holz beladen auch wegfährt, ob der despawnt? Vielleicht geht's ja dann weiter. Na, das ist ja scheiße jetzt. Toll. Ich glaube, das wird eine außerplanmäßige Fahrt. Liam schreibt im Chat, ich glaube, sie fährt, aber die Türen sind nicht zu. Ich weiß nicht. Also, es gibt ja hier viele Bugs. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt hier im Spiel viele, viele, viele Bugs. Unter anderem zum Beispiel, dass sie hier mit der Motordrehzahl, ich weiß nicht warum, komplett hochtouren, wenn sie in irgendeiner Haltestelle stehen. Oder bei einer Ampel stehen beispielsweise. Da geht die Motordrehzahl auf einmal voll in den roten Bereich und ich habe keine Ahnung warum. Man fährt 0 km/h. Ich weiß nicht, warum wir da so mit dem Motor spielen. Und unter anderem ist, glaube ich, auch ein Bug, dass die mit dem Lenkrad so komisch hin und her wedeln, obwohl sie rumstehen. Aber warum der jetzt nicht losfährt, ist mir ein Rätsel. Also, natürlich ein Bug. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen, das ist natürlich ein Bug. Aber wie der zustande kommt, wundert mich. Weil ich habe hier keinen Blinker an oder sonst irgendwas, dass der sagt, okay, er kommt wegen mir nicht vorbei. Er weiß, bei Straßenbahn muss man stehen bleiben, aber die Straßenbahn steht ja 2 Busse dahinter. Übernehm mal und guck mal. Wenn ich jetzt übernehmen würde, dann müssten wir wieder von Anfang an anfangen. Das ist nämlich das Problem. Ich möchte nämlich die Route, vielleicht machen wir das aber einfach. Ich möchte nämlich die Route wirklich von Anfang bis Ende durchfahren. Ohne eine andere Linie zu übernehmen, weil dann eben die Bewertung nicht mehr ganz so hinhaut. Weil der KI dann wieder einen Teil fährt und da haben wir nur 3 Sterne statt 5 Sterne. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wir haben mittlerweile 5 Minuten Verspätung, wir kommen nicht drum rum. Guck mal, wie es hier aussieht. Alter Falter. Wir gehen mal hier zurück. Der Schulbus steht ja hier. Einmal eine Schnellreise. Ich glaube, ich habe jetzt die Straßenbahn mitgenommen. Na, das war ja nicht mein Plan. Das war nicht mein Plan. Scheiße. Aber gut, wir haben gerade sowieso nichts mehr. Also kein Außerbetrieb. Na toll. Keine Linie. Ich würde sagen, wir warten auf die nächste Straßenbahn. Jetzt steht die da drüben rum. Warum steht die da drüben rum? Scheiße. Ach, du kommst mit? Oder fährst du selbst? So. Versuchen wir es nochmal. Ja, ich weiß schon, den Bus übernehmen, eh klar. Aber wenn wir den Bus übernehmen, dann übernimmt unser Fahrzeug die KI. Okay, die fährt jetzt, sehr gut. Wenn wir den Bus übernehmen, übernimmt unser Fahrzeug die KI. Denn wir können ja nicht auf 2 Linien gleichzeitig fahren. Und wenn unser Fahrzeug von der KI übernommen wird, dann ist das mit der Bewertung zum Schluss nicht mehr so wirklich akkurat. Ich würde nämlich wirklich gerne von der ersten bis zur letzten Haltestelle hier hinterm Steuer sitzen, denn sobald die KI ihre Finger im Spiel hat, dann fällt die Bewertung. Wir wissen es. Dann haben wir nur noch 50% auf einmal oder 60% und außerdem hatten wir gerade 3 Minuten, 4 Minuten Verspätung. Wenn wir die KI übernehmen lassen würden,
würde sich der Fahrplan aktualisieren. Und dann müssten wir bei verschiedenen Haltestellen gar nicht mehr halten, weil wir laut Fahrplan irgendwo anders wären. Also das hätte ein bisschen viel durcheinander gebracht. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu erklären. Aber wenn wir diese Straße mal verlassen und in den Bus einsteigen und mit dem wegfahren, einfach nur 5 Meter weiter vor, dann hat unser Fahrzeug die KI übernommen und der Fahrplan ist weg. Der Fahrplan ist auf das angepasst, wo sich das Fahrzeug eigentlich befinden sollte. Und das ist wahrscheinlich schon am anderen Ufer gewesen. Aber egal, wir versuchen es doch mal. Es wird ja nicht jetzt zweimal passieren. Entschuldigung. Wird ja nicht jetzt zweimal passieren. Und wir haben gleich mal den ersten Zahltag, liebe Freunde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Und jetzt würde es mich mal interessieren. 3 Zahltage brauchen wir. Einen haben wir. Sehr gut. Oh, Fahrkarte. Es wird bezahlt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Seniorenticket. Einfach. Danke. Bitteschön. So. Und dann versuchen wir es diesmal. Sind sie immer schon ein bisschen spät dran, aber macht nichts. Versuchen wir es diesmal ein bisschen besser hinzubekommen. War ja nicht unsere Schuld, aber egal. Nächster Halt, South Amador Street Ost. Es ist halt wirklich viel los dort hinten. Und wir haben auch noch gerade Hauptverkehrszeit. Wir haben viele Linien, die Hauptverkehrszeit jetzt haben. In der Früh und am Nachmittag. Das heißt, da ist noch viel mehr los. Auf den Straßen. Vielleicht hätte sowas gebracht, wenn wir den Bus einfach hinten reingefahren wären. Aber ich glaube, es war auch irgendwie mein Fehler. Ich hätte nicht unbedingt auf die Kreuzung fahren sollen, sondern vielleicht davor stehen bleiben. Egal. Egal, egal. Schwelgen wir nicht in vergangenen Zeiten. Gucken wir, was die Zukunft bringt. Wir sind ja gleich wieder dort. South Amador Street und dann kommt schon die City Hall North. Dann haben wir schon den Schlamassel. So, Fahrgast muss aussteigen. Gut so, weil wir sind in der Haltestelle. Sudala. Na, was ist der Aussteigen? Achso, jetzt ist er ausgestiegen. Alles klar. Boah, da steigen aber viele ein. Die wollen Tickets. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, Freunde. Normal, einfach. Kinder einfach. Und das war's. Mehr als 3 Tickets gibt's nicht. Oh, Chinatown South. Keine Ahnung, da fährt er nicht hin. Glaube ich. So, weiter geht's. Und man merkt schon, die Straßenbahn braucht ein bisschen, um hier einen Fahrt aufzunehmen. Weil das eben natürlich ein schweres Modell ist. Das wiegt ja deutlich mehr als der Bus. So, bitte stehen bleiben. So, da kommt der Doppeldecker von gerade eben. Boah, wie geschmeidig wir hier um die Kurve kommen. Toll. Toll, toll, toll. So, ein bisschen einbremsen. Da kommt eine enge Kurve. Und dann können wir wieder ein bisschen Gas geben. Dass wir vielleicht wieder ein bisschen was von der Zeit reinholen. So, nach vorne kommt eine Kreuzung. Da haben wir gesagt, wir fahren zwischen 25 und 30 bei diesen Kreuzungen hier. Damit es auch halbwegs realistisch rüberkommt, denn wenn wir hier mit 60 drüber brettern, bringt uns das relativ wenig, auch wenn wir es vielleicht könnten. So, und jetzt steht da vorne eine Straßenbahn. Und ich würde sagen, ich bleibe jetzt einfach mal... Ne, die fährt weg. Na, dann kann ich weiterfahren. Sonst wäre ich hier stehen geblieben, dass quasi der Querverkehr und so weiter und so fort... weiterfahren kann. So. Zack. Irgendjemand hört laute Musik, aber ich glaube, der steigt gerade aus, dieser jemand. So, schaut gut aus, schaut gut aus. Überall die Kameras, überall die Spiegel. Nur hin, bitte. Nur hin, bitte. Hallo? Seniorenticket, da sind wir. Gut, das war's. Ein Ticket, mehr als genug. So, lala. Naja, der Doppeldecker will wieder überholen. Nee, nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Nicht mit mir.
So, wir fahren geradeaus. Ich bin sowas von froh, dass uns die Schlaglöcher hier nichts mehr anhaben können, denn die waren ja wirklich ein Graus hier in Chinatown, als wir noch mit den Bussen unterwegs waren. Überall Schlaglöcher. So, sanft, sanft, sanft. Man sieht, die KI scheißt sich da nichts. Die fährt einfach drüber. Ohne Probleme. Hoppla. Direkt mal despawned, auch schön. War das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ja, so. Huch! Reparaturkosten? Du bist in ein Hindernis gefahren? Was steht denn der so blöd hier? Hallo, Arschloch! Was steht denn der so blöd hier? Vollidiot. Gibt's ja gar nicht. Steht ja voll im Weg rum. Na, kein Wunder, dass ich gegen ihn gefahren bin. Kacke. Haben wir eine Strafe auch noch bezahlt? Na, Glückwunsch. Aber man sieht hier, es braucht schon eine gewisse Weile, um durch die Stadt zu kommen. Was macht dann jetzt wieder? Die sind so irre hier, diese Leute. Das ist unglaublich. So, ich hoffe, das ist richtig. Warte mal, ich zoome mal ganz kurz raus. Ja, wir fahren darüber. Das ist, glaube ich, die größte Kreuzung von Straßenbahngleisen, die es hier gibt. Und da gibt es so viele Wege, die man fahren könnte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, hier bitteschön. Irgendwer hat einen Wertgegenstand vergessen. Den gucken wir uns vielleicht gleich mal an. Ah, Gronkh ist hier. Cool. Das ist Gronkh. Hat ein Ticket. Sehr gut. Ist ja relativ wenig los hier in der Straßenbahn. Vor allem mit dem Holzboden sieht das irgendwie mysteriös aus. Passt nicht unbedingt in der Straßenbahn, aber egal. Wo ist denn dieser Wertgegenstand? Ah, hier. Der Hut, der schwebt da. So. Na dann mal zu die Tür. Und weiter geht's. Wir haben 2 Minuten Verspätung. Hoppla. So, versuchen wir mal hier ein bisschen drüber zu brausen. Und hier können wir ja wieder auf die volle Pulle drücken. Denn hier geht's nur gerade nach aus. Gerade voraus. Und wenn wir mal die Minimap anschauen, wir fahren hier gerade übers Gewässer. Weil natürlich die Minimap konzipiert worden ist auf das Grundspiel, da gab es ja das Ganze noch nicht hier. Das ist ja erst später ins Spiel eingefügt worden, dass man hier mit der Straßenbahn quasi von einem Stadtteil zum nächsten kommen kann. Es gab ja nur die Brücke, die wir da rechts sehen. Deswegen fahren wir da gerade über den Himmel. Oder übers Wasser, über den Himmel. Bin ja auch doof. Übers Wasser natürlich. So, aber wir sind wieder gut in der Zeit. Guck mal, Jefferson Street. Das haut schon hin. So, mal ein bisschen langsamer werden. So, lala. Na, bitteschön. Und wir sind wieder im anderen Stadtteil. Wir sind wieder auf der anderen Seite. Sehr gut. Und hier werden wir definitiv, da vorne haben wir schon die ersten 2, auch ein paar Straßenbahnen sehen. Denn da ist ja immer ordentlich was los. Der nächste Zahltag ruft schon. Sehr schön. Ich denke mal, das sollten wir hinbekommen, dass wir die 3 Zahltage hier erreichen innerhalb dieser Fahrt. Denn allein die Fahrt, ob da 3 Stück will der, allein die Fahrt von der anderen Seite bis hierher bringt so viel weiter da oben, weil eben beim Zahltag immer die Distanz zwischen den Haltestellen wichtig ist. Bei denen hier werden wir nicht viel bringen, werden wir nicht viel gewinnen. Bei der hier und bei der nächsten, bei der Darcy Avenue, die ist nämlich direkt da vorne. Das bringt uns vielleicht ein kleines bisschen beim Zahltag. Aber wenn wir einmal hier die lange Strecke über den Fluss fahren, das bringt uns immens viel Geld. Gut, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen warten, weil der Blöde da direkt auf den Gleisen steht. Na komm, zisch ab. Boah, wie viel hier los ist, Freunde, ich sag's euch. So, weiter geht's, komm.
Ja, das ist auch... Boah, wo kommt denn der her? Ja, hup nur blöd, Arschloch. So. Ne, wir müssen den geradeaus fahren. Passt schon. Oh, guck mal, Schulbus. Sehr schön. Die Zeit kommt, wo die Schulbusse wieder unterwegs sind. Cool, cool, cool. So, was ist hier jetzt los? Ah, jetzt steigen wir ein. Einmal ein Senior-Ticket. Bitte schön, sollst du bekommen. Kinderfahrkarte hier. Dankeschön. Bitteschön. Nochmal. Und die Sache hat sich. So, dann Türchen zu. Hast du die neue Villa in Lakeview gesehen? Und weiter geht's. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Den blöden Idioten. Der zieht einfach raus vor mir. Ich bimmel schon, weil ich so freundlich bin. Da wundert es mich nicht, dass wir hier Strafe zahlen wegen Unfällen. Das ist ja ein Wahnsinn, wie man da aufpassen muss als Straßenbahnfahrer. Unglaublich. Die machen alle, was sie wollen, die Leute. Warte mal, wo fahren wir denn hin? Eh geradeaus, alles klar. Ist ja ein Wahnsinn, hast du das gesehen? Der zieht einfach raus, überhaupt kein Problem. Steht 2 Meter vor mir. Wer? Wir? Mit 5 Straßenbahnen? Ne, wir haben ja schon ein paar mehr Straßenbahnen. Um die 20 vermutlich. So, das passt. Bremsen wir mal ein bisschen ab. Einmal blinken können wir auch. So, passt schon. Da ist gerade ein Spiel im Stadion. Sehr schön. So, da la. Hast du die neue Villa in Lakeview gesehen? So schön. So, irgendjemand ist eingepennt. Aber ganz ehrlich, wir stehen gerade eh nur rum. Dann wecken wir diesen jemanden auch gleich wieder auf. Hallo. Wir streicheln ihn wach. So, komm her da. Guten Morgen. Ordentlich hinsetzen. Das ist zum Beispiel noch ein Bug, der wurde bis jetzt noch nicht gefixt. Dass die immer so in den Sesseln schweben da hinten, aus welchen Gründen noch immer. So, warte mal ganz kurz, ist das richtig? Das schaut gut aus. Ich blink schon mal, dass jetzt niemand auf die Idee kommt, mich irgendwie wieder überrunden zu wollen von da hinten oder sowas. So, ich glaube, wir sollten gleich grün kriegen. Ja, die anderen haben rot, alles klar. So, das ist wirklich eine enge Kurve hier. Aber alles gut. Wie sieht es zeitmäßig aus? Ui, schon wieder 2,5 Minuten Verspätung. Eieieiei. Ah, Schulbus ist hier. Cool. Ah, und der nächste Zahltag. Na, bitteschön. Ich wollte gerade gucken, wie sehr sich die hier schon küssen. Alter Falter. Boah, da machen wir ordentlich Geld jetzt. 4,78. Und insgesamt 4,86. Wow. Fast 5 Millionen pro Zahltag. Wow. Huch, Frage zur Route wurde ignoriert. Hoppla. Das habe ich gar nicht bemerkt. Hoppla, Fahrkarte. Bitteschön. Noch eine. Und noch eine, natürlich. Eine Fahrkarte, bitte. Noch eine vierte. Was ist denn hier los? Ich dachte, 3 ist das Maximum. Wahrscheinlich, weil wir ihn keine Frage zur Route beantwortet haben, hat er sich jetzt ein Ticket kaufen müssen, weil er nicht mehr rauskommt. Stehen bleiben. So, da, liebe Freunde. Na, das funktioniert ja halbwegs. Wir sind zwar immer noch ein bisschen zu spät dran, aber im Großen und Ganzen alles in Ordnung. So, bremsen, bremsen. Da ist eine Kreuzung, da vorne ist eine Tram. Ich wünschte, ich hätte heute. Da
Das ist dann wohl die, die bis nach Denali Research runterfährt. Ich meine, wir fahren ja auch runter, aber wir halten dort ja nicht. Wir drehen dort ja nur um. So. Und dann würde ich sagen, haben wir zumindest mal den ersten Teil dieser Route schon mal geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.